Das Tool Civocracy haben wir dafür verwendet und wir schauen uns jetzt mal an, was da genau die Frage war und wie da entsprechend geantwortet wurde. Wenn Sie an Forschung und Innovation denken, wo brauchen wir neue Ideen und Lösungen in Deutschland? Welche Chancen und Risiken sollten dabei bedacht werden? Also im Prinzip zwei Fragen in einer. Und hier haben wir zum Beispiel von Linda den Impuls bekommen, Nachhaltigkeit priorisieren. Das ist heute ja auch schon mehrfach angeklungen. Grüne Startups kämpfen mit dem Zugang zu privatem Kapital. Der Staat könnte hier einem Marktversagen begegnen und die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft beschleunigen. Markus meint, soziale Innovationen ernst nehmen. Soziale Innovationen sollten nicht länger ein Nice-to-have in der Innovationspolitik bleiben, sondern endlich ernsthaft in der Innovationsstrategie und ihren Instrumenten berücksichtigt werden. Bildung, auch das ist ein Thema, über das wir heute schon gesprochen haben und das vor allem im Chat immer noch diskutiert wird seit 2,5 Stunden. Bildung komplett umdenken, schreibt Jasmin. Kein Hauptschul-, Realschulabschluss oder Abitur mehr, sondern gleicher Zugang zu Bildung, Forschung und Innovation. Dafür ist zum Beispiel eine frühe Förderung von digitalen Kompetenzen wichtig. Und Innovationen in die Anwendung bringen. Anreize für Spin-offs und Transfer aus Universitäten sind viel zu kompliziert. Es verschwinden tolle Geschäftsideen in Schubladen. Mehr Mut zum Ausprobieren. Das schreibt Ulf. Und Stichwort Ausprobieren, da sind wir bei einer Plattform im Netz, auf der man jede Menge Leute beim Ausprobieren beobachten kann, nämlich YouTube, eine Plattform, die vor allem auch durch Do-it-yourself-Videos groß geworden ist, inzwischen aber auch eine ernstzunehmende Wissenschaftskommunikationsplattform. Und einer, der dort sehr gekonnt Wissenschaft präsentiert und kommuniziert, ist Jakob Botton vom Kanal Breaking Lab. Und auf diesem Kanal spricht er zum Beispiel über das Thema synthetische DNA. Das hat er in einem Video gemacht. Und in diesem Zusammenhang, das ist ganz interessant, auch einen DNA-Ergebnisbericht an seine Community verlost. Allerdings unter der Voraussetzung, dass man eine Frage beantworten musste. Beziehungsweise sogar gleich zwei Fragen. Was glaubt ihr, wo brauchen wir in Deutschland neue Ideen und Lösungen wie DNA-Speicherung für ein nachhaltigeres Leben? War die eine Frage. Und die zweite, wie können wir alle einen Beitrag zu Innovationen und eben auch zur Innovationspolitik liefern? Und genau das ist ja auch das Thema, über das wir in den vergangenen Minuten schon gesprochen haben. Wie können wir also als einzelne Innovation für die Gemeinschaft vorantreiben? Und das hier sind die Antworten, die Jakob bekommen hat. Hi, ich bin Jakob vom YouTube-Kanal Breaking Lab und ich habe meine Community gefragt, was brauchen wir an neuen Innovationen in Deutschland für nachhaltigeres und besseres Leben? Und ich habe sehr viele Antworten darauf bekommen. Einer der wichtigsten Punkte war den meisten Leuten, dass wir mehr auf die Wissenschaft hören sollen. Viele meiner Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich gewünscht, dass die Wissenschaft mehr Mitspracherecht kriegt in der Politik, denn dort werden tatsächlich ja oft auch Lösungen gefunden, die viele unserer Probleme lösen. Außerdem gab es sehr, sehr viele Kommentare zum Thema erneuerbare Energien, neue Lebensmittel, Technologien, die uns helfen, in der Zukunft besser klarzukommen. Und viele Leute haben sich gewünscht, dass das Ganze gefördert wird und vor allen Dingen, dass man davon auch mehr mitkriegt. Denn die zweite Frage an meine Zuschauerinnen und Zuschauer war, ja, was könnt ihr denn machen, damit das Ganze vorangeht? Und ganz viele Leute haben geschrieben, einer der wichtigsten Dinge in der heutigen Zeit ist, dass Informationen geteilt werden. Und viele Leute haben gesagt, hey, wir sind das Internet, wir sind ein digitales Volk und wir können Informationen untereinander teilen. Und dadurch, dass Informationen geteilt werden, werden sie relevant und vorangebracht. Aber es gab auch ein paar sehr alternative Ideen. Eine kam zum Beispiel von Marshall Netscher. Er hat geschrieben, wir müssen die Bildungsstruktur verbessern, denn eine Gesellschaft mit durchschnittlich mehr wissenschaftlich orientierten Menschen kommt nachhaltig gesehen weiter. Und dann hat er auch noch vorgeschlagen, ich und jeder andere auch, kann seinen Beitrag leisten, indem man alle Menschen um sich herum motiviert, sich mehr mit den essentiellen Themen wie Wissenschaft und Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Finde ich einen sehr guten Punkt. Das heißt, zusammengefasst wünscht sich die Community von Breaking Lab und wahrscheinlich viele Menschen in Deutschland, dass wir mehr nach Fakten handeln, dass wir mehr auf die Wissenschaft hören und vor allen Dingen, dass unser Leben besser wird durch den klugen Einsatz von Technologie. Ja, mehr auf die Wissenschaft hören, das wünscht man sich, glaube ich, auch in der Pandemie in einem anderen Bereich, aber das ist ein Thema für sich. Vielen Dank, Jakob, und wir schauen uns jetzt eine weitere Frage an, die wir per Civocracy im Vorfeld der Veranstaltung gestellt hatten. Wie sollten Sie als Bürgerinnen und Bürger in die Entwicklung von Innovationen und die Innovationspolitik eingebunden werden? Und da haben wir ganz interessante Antworten bekommen. Markus spricht zum Beispiel das Thema Crowdfunding an. Reward-based Crowdfunding, gleich viele englische Begriffe, reduziert mittels vorweggenommener Umsätze den häufigsten Grund für das Scheitern von Startups. No market need. Es ist ein Instrument einer partizipativen Finanzierung von Innovationen.
Bürgerrat schlägt Roland vor und er schreibt, man braucht als Bürgerin oder Bürger die Möglichkeit, sich mit den Fakten, aber auch den Pro- und Kontra-Argumenten zu beschäftigen. Eine Möglichkeit wäre ein ständiger Bürgerrat zum Thema Forschung und Innovation. Und Svenja schreibt, partizipative Stadtentwicklung wäre ein Weg zum Ziel. Erst wenn ein Plan nach der Beteiligung anders aussieht, war es echte Beteiligung und keine Informationsveranstaltung, zum Beispiel in der Stadtentwicklung. Und gerade das Thema Bürgerbeteiligung hat sich ja spätestens seit Stuttgart 21 auch immer mehr durchgesetzt und man hat gesehen, es ist wichtig, die Leute mit einzubeziehen, damit eine breite Akzeptanz entsteht. Und wie es auch gelingen kann, dass man Ideen von lokaler auf Bundesebene bringt, das möchten wir jetzt besprechen mit Frau Professor Dr. Patricia Nanz. Sie ist Vizepräsidentin des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung und seit 2002 auch Professorin für politische Theorie an der Universität in Bremen. Schön, dass Sie hier sind. Frau Nanz, wie kann das dann gelingen, dass man Ideen aus der Kommune für den Bund nutzbar macht? Wir haben in der Diskussion vorhin gesehen, dass wir gut daran tun, dass wir die Kommunen als Experimentierräume betrachten. Und die Stärke besteht gerade darin, dass auf der lokalen Ebene Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen und Zivilgesellschaft zusammenkommen und ihre eigenen Lösungen finden für große Probleme, aber Lösungen, die eben dann auch für alle funktionieren. Das ist die Stärke der kommunalen Ebene. Und die Frage ist, wenn die Kommunen die Treiber der Transformation sind, wie kann man das sozusagen stärken? Wie können wir sozusagen nicht bei einzelnen lokalen Innovationen stehen bleiben? Dafür braucht es meines Erachtens zum einen eine Vernetzung, ganz stark Vernetzung dieser lokalen Lösungen. Also das Wissen muss zwischen den Kommunen geteilt werden und dann auch auf die nächsthöheren Ebenen. Wir hatten es gerade in der Frage. Zum anderen aber arbeiten die Kommunen ja nicht im luftleeren Raum, sondern finden Rahmenbedingungen vor, die ihnen gesetzt werden vom Staat, von der EU und die sie nicht selber beeinflussen können. Und oft sind diese Rahmenbedingungen hinderlich für Innovationen auf der lokalen Ebene. Das heißt, wie schaffen wir es, dass die Kommunen selbst auch Einfluss nehmen können auf die Rahmenbedingungen, damit Innovation auch wirklich dann gut passieren kann? Wir brauchen also eine Verbreiterung der Ideen und auf der anderen Seite aber auch eine Verbesserung der Rahmenbedingungen. Und das ist mit der Verzahnung ja auch eigentlich gemeint. Und ich möchte da ganz gerne mit zwei Beispielen antworten. Das eine ist der Beteiligungsprozess, den das High-Tech-Forum unternommen hat letztes Jahr für die Weiterentwicklung der High-Tech-Strategie 2025. Und die Frage ist, wie können wir sozusagen Wissenschaft und aber auch Gesellschaft einbeziehen in die Weiterentwicklung der Mission und dadurch auch der Innovationsstrategie in Deutschland. Und was wir getan haben, ist, wir sind in die Region gegangen und haben da regionale Dialoge gemacht zu Themen, die die Region bewegen. In der Lausitz beispielsweise, wie kriegen wir wirtschaftliche Innovationen zusammen mit dem Strukturwandel und dem Kohleausstieg und dann diese Ideen nach oben gespült quasi über das Hightech-Forum in die Hightech-Strategie. Ein weiteres wäre natürlich über Plattformen nachzudenken, Plattformen für Austausch zwischen den Kommunen, aber eben auch zwischen der kommunalen Ebene und der nationalen Ebene. Und ein Beispiel für so eine Plattform ist das neu entwickelte deutsch-französische Zukunftswerk. Ich bin die deutsche Direktorin davon. Das ist entstanden im Aachener Vertrag 2019, als Emmanuel Macron und Angela Merkel diesen Vertrag unterzeichnet haben, der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Und wie können wir dann die Gesellschaften und die Transformation in den Gesellschaften weiterentwickeln? Und wie wir das machen, ist, indem wir zum einen innovative Kommunen auswählen, die dann in Peer-to-Peer-Dialogen zusammenbringen, sodass sie selber sich gegenseitig beraten können, ihre Lösungen weiterentwickeln können. Das ist aber sozusagen nur auf der lokalen Ebene, die sich verbreitert zwischen den Kommunen und Deutschland und Frankreich. Und die zweite Ebene wäre dann in sogenannten Resonanzräumen, wie schaffen wir es, die kommunalen Innovatoren zusammenzubringen mit der Verwaltung und der Politik auf nationaler Ebene, damit die Rahmenbedingungen auch entsprechend weiterentwickelt werden können. Und so kommen wir am Ende zu nationalen Politikempfehlungen für Deutschland und Frankreich und möglicherweise irgendwann für Europa, um die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass Innovation wirklich von der Kommune bis rauf in die nächsthöheren Ebenen, sozusagen Deutschland, Frankreich und EU, dann weiterentwickelt werden könnte. Ja, vielen Dank, Frau Professor Nanz. Das waren sehr eindrückliche Beispiele. Und damit gehen wir zurück zu euch, Monika.